Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute eine coole Map für euch. Und ja, ich würde sagen, wir fahren da einmal kurz hin. Und ja, hier sind wir auch schon. Und zwar hier ist das Loch gefixt. Sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Ne, hier können wir nicht mehr durchfallen. Und bei der V2, ihr habt die Möglichkeit V1 oder V2 oder beides. Also V2 ist mit beiden. Und dann habt ihr diesen Park auch komplett hier aufgeräumt. Also diesen Parkplatz. Hier hatten wir immer noch so, ja, irgendwas rumstehen, irgendwas Großes und unaufgeräumt und so weiter und so fort. Das ist damit auch gelöst und ja, wenn wir das mal von oben so betrachten, sieht das auch viel besser aus. Und ja, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. So, wenn wir das gute Stück dann ausgepackt haben. Ja, ich habe das hier gemacht. Und hier befinden sich halt Version 1, ist für die Unterführung. Und hier ist für den Parkplatz dann. Wir müssen nur eins beachten. Wenn wir das so jetzt hochladen, dann kommen wir nicht auf unseren Server. Das liegt an dieser so Datei, die müssen wir halt komplett entfernen. Ja, die braucht man nicht. So, ich habe das hier auch halt so gemacht. Wenn wir die Datei drin haben, kommt ihr nicht auf den Server. Könnt ihr auch noch mal selbst ausprobieren. So, ja, wenn wir uns das Ganze heruntergeladen haben, dann können wir das Ganze einfach einfügen in den Resource-Ordner. Ja, ziehen wir einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Und dann löscht ihr diese so Datei einmal raus. Das heißt, wir ziehen das jetzt einmal rein. Suchen uns dann den Ordner aus. Den haben wir hier. Und hier löschen wir einfach diese so Datei einmal raus. Und fertig ist der Hase. Ja? Jetzt müssen wir hier noch den Ordner kopieren, denn wir müssen die Map ja auch noch starten. Das machen wir dann in der Server-CFG oder in der Extra-CFG. Und ja, das können wir dann einfach hier mit dem Befehl und dem Ordnernamen dahinter starten. Ja, das heißt in unserem Fall dann so. Und gehen hier einfach auf Speichern, Schließen. Und somit müssen wir jetzt nur noch den Server neu starten und wir haben die Map erfolgreich installiert. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du einen hochwertigen Weinjob auf deinen 5M-Server installieren kannst, dann solltest du dir unten rechts dieses Video anschauen.